Wir stehen in der Tat an einer Stelle, an dem wir verantwortungsvoll und vorausschauend Öffnungsperspektiven schaffen können, Grundrechtseingriffe zurücknehmen können. Wir müssen dabei Öffnungen und Achtsamkeit miteinander verbinden. Es besteht derzeit Grund zur Hoffnung, dass sich die Omikron-Welle langsam zurückziehen wird. Eine Überlastung des Gesundheitssystems ist aus Sicht der Experten derzeit nicht zu befürchten. Und deswegen befinden wir uns jetzt in einer neuen Phase der Pandemie. Das heißt, Öffnungen werden möglich, die Rücknahme von Grundrechtseingriffen wird möglich, aber wir müssen eben auch in dieser Phase achtsam bleiben. Das bedeutet vor allen Dingen, dass verantwortungsvolle Öffnungsperspektiven verbunden sein müssen mit einem guten Basisschutz. Wenn der Bundestag nicht aktiv handelt, laufen ab dem 20. März alle Schutzmaßnahmen aus. Dann fallen schlicht alle Maßnahmen, die wir bisher noch kennen, weg. Die Pandemie richtet sich aber nicht nach dem Kalender. Und wir dürfen deshalb nicht alles hoppla hopp über Bord werfen, was sich in den letzten Monaten bewährt hat und ja auch zu den vom Bundeskanzler gerade zu Recht erwähnten Erfolgen geführt hat. Alle Länder sind sich deshalb einig, dass wir einen Basisschutz brauchen, um die Öffnungen abzusichern, auch über den Frühlingsanfang hinaus, der verhindert, dass die Infektionszahlen dann wieder steigen und im Falle eines Ansteigens der Infektionszahlen sofort auch verfügbar ist. Aus Sicht der Länder brauchen wir deshalb aus der Sammlung der bewährten Schutzmaßnahmen insbesondere Maskenpflicht, Abstandsregeln, Hygienekonzepte, Test und zumindest die Möglichkeit, in besonders gefährdeten Bereichen Testpflichten und Nachweispflichten vorzusehen. Hier geht es immer darum, dass wir eine Rechtsgrundlage dafür brauchen, die man dann natürlich nur zieht, wenn sie wirklich notwendig ist. Einige dieser Möglichkeiten brauchen wir im Übrigen auch für einen stabilen Schul- und Kita-Betrieb. Die Länder haben die Bundesregierung gebeten, für den Basisschutz eine sichere Rechtsgrundlage zu schaffen, damit wir eben jederzeit handlungsfähig wären, wenn notwendig. Auch wenn der Bundeskanzler den Katalog in Summe jetzt nicht förmlich mittragen konnte, bin ich ihm doch dankbar, auch für seine gerade getätigte Aussage, dass er sich innerhalb der Koalition im Bund persönlich für diese Vorstellung der Länder einsetzen will. Wir haben Respekt vor den Mehrheiten hier im Parlament. Aber lassen Sie mich auch sagen, es hat sich in den letzten Monaten der Pandemie immer bewährt, wenn Bund und Länder eng zusammengearbeitet haben, auch wenn es hier und da mal schwierig wurde. Und das ist auch beim Basisschutz wichtig. Wir brauchen Verlässlichkeit und Klarheit in der Pandemiepolitik. Das gilt auch bei Fragen, wie viele Monate ein Mensch seinen genesenen Status hat. Das Hin und Her in den letzten Wochen war nicht gut. Es hat viele Menschen verunsichert. Und das muss beendet werden. Solche Entscheidungen können auch nicht einfach auf der Homepage vom RKI, das ich ansonsten sehr schätze, kommuniziert werden, ohne dass irgendjemand da vorher noch mal drauf guckt. Deshalb sollen die Regeln zum genesenen Status in Zukunft wieder in einem geordneten Verfahren der Rechtsetzung erfolgen. Es geht darum, dass die Regeln praktikabel und umsetzbar sind. Deswegen müssen dabei auch die Länderrechte gewahrt sein. Achtsamkeit heißt auch, Öffnungen zwischendurch zu überprüfen. Wir haben ja die Schritte gemacht, damit zwischendurch 14 Tage Zeit ist, in denen man schauen kann. Und so haben wir es auch verabredet, in beide Richtungen schauen kann, ob die Maßnahmenlage angemessen sind. Ein klarer Kurs ist hier wichtig. Die Öffnungen sind richtig. Ich hätte mir aber gewünscht, dass wir uns zu der Frage, gehen wir den nächsten Schritt oder müssen wir vielleicht umkehren, auch terminlich konkret verabredet hätten. Denn es wäre nicht klug, jetzt zu lockern und dann es einfach weiterlaufen zu lassen, selbst wenn unterwegs sichtbar wird, dass vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen wichtig wäre. Wir müssen achtsam bleiben, um die ersten Schritte der Öffnungen nicht zu gefährden. Wir müssen achtsam bleiben, weil gerade besonders schutzbedürftige Personengruppen von schweren Verläufen betroffen sind und auch in Zukunft betroffen sein können. Wir müssen achtsam bleiben, weil in Teilen Deutschlands die ältere Bevölkerung nicht über einen so hohen Impfschutz verfügt wie in anderen Ländern. Und deshalb möchte ich hier auch nochmal ausdrücklich sagen, neben dem Basisschutz muss weiterhin gelten, impfen, impfen, impfen. Das ist die zweite Leitplanke für die Öffnungsoptionen und für die Öffnungsschritte. Wir müssen weiterhin gemeinsam daran arbeiten, die Impflücken zu schließen, auch mit Blick auf den Herbst. Der Expertenrat hat uns dazu auch klare Hinweise gegeben, dass damit zu rechnen ist, dass die Pandemie eben nicht
vorbei ist. Das Impfen bleibt der richtige Weg raus aus der Pandemie und um Menschenleben zu schützen. Wir reden ja viel über diejenigen, die durchs ganze Land spazieren gehen. Ich will mal über die reden, die zum Impfen gehen. Das ist ein starker Beitrag zu Solidarität und Freiheit für alle. Und deshalb sage ich all denen, die sich haben impfen lassen und sich jetzt vielleicht auch kurzfristig überlegen, ganz herzlichen Dank dafür.